Die geometrische Reihe hängt natürlich, wie Sie sich denken können, mit der geometrischen Folge zusammen, genau wie die harmonische Reihe mit der harmonischen Folge zusammenhängt. Die geometrische Folge war die hier. Q hoch K und K ist die Laufvariable. Und wir hatten uns dieses Ding angeschaut und Sie wissen noch, wenn ich hier für Q kleine Werte einsetze, also vom Betrag her kleiner als 1, dann geht das Ding hier gegen 0. Das bedeutet, wenn ich stattdessen jetzt die entsprechende unendliche Reihe betrachte, k gleich 0 bis unendlich q hoch k, und ich setze für q Werte ein, die klein sind, dann bedeutet das, dass die Summanden nach und nach immer kleiner werden und ich kann zumindest die Hoffnung haben, dass das Ding konvergiert. Aber gleich, um Sie zur Vorsicht zu mahnen, dass die Summanden nach und nach immer kleiner werden, da werden wir nochmal im Detail darauf zurückkommen, heißt noch lange nicht, dass die Reihe konvergieren muss, denn gleich beim ersten Beispiel haben wir gesehen, dass das nicht so ist. Hier werden die Summanden nach und nach immer kleiner. Wo ist sie? Hier. Ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, also das, was Sie dazu addieren, wird in jedem Schritt kleiner. Sie addieren immer weniger dazu. Trotzdem konvergiert dieses Ding nicht. Das wird trotzdem so groß, wie Sie es haben wollen. Ne? Das ist deswegen auch nochmal erwähnenswert, weil diese harmonische Reihe im gewissen Sinne sowas wie die Grenze zwischen Konvergenz und Nichtkonvergenz ist. Das ist genau die Stelle, an der es umkippt. Also wenn Sie Reihen haben, bei denen die Summanden etwas schneller klein werden als hier, dann konvergieren die. Und wenn Sie Reihen haben, bei denen die Summanden zwar immer kleiner werden, aber höchstens mit einem Tempo wie bei der harmonischen Reihe, dann konvergiert das nicht. Darum ist die genau die Trennlinie. Aber wir kehren mal wieder zu unserer geometrischen Reihe zurück. Beispiel für die geometrische Reihe haben wir eben schon gesehen. Wenn Sie q gleich 1/2 nehmen, dann haben Sie als Reihe 1/2 hoch 0, das ist 1, plus 1/2 hoch 1, das ist 1/2, plus 1/4, plus 1/8, plus 1/16 und so weiter. Das ist das Ding, von dem wir uns eben schon überlegt haben, das wird gegen 2 gehen. Man kann aber für jedes Q sich da einen Wert ausrechnen. Ich zeige es Ihnen aber erst nochmal grafisch. Wenn Sie diese Werte hier, 1 plus 1/2 und so weiter, addieren, dann können Sie sich das auch grafisch vorstellen. Nehmen Sie für 1 ein Quadrat, dessen Seitenlänge Sie sich vorstellen als 1, also die Seitenlänge von diesem Quadrat ist 1, dann haben Sie als Fläche von diesem Quadrat ja 1. Das wäre Ihr erster Summand, dieses Ding hier. Die Fläche von diesem Quadrat ist 1. Und als nächstes wollen Sie 1/2 dazu addieren. Jetzt kommt ein halbes Quadrat dazu. Die Hälfte von dieser Fläche, das ist der blaue Anteil hier. Das addieren Sie dazu. Als nächstes wollen Sie 1/4 dazu addieren. Das ist die Hälfte von dem blauen Quadrat. Das malen wir hier rein. So. Das ist jetzt grün. Das ist dieses hier. Und dann kommt 1/8 dazu. Das ist wieder die Hälfte vom vorherigen Quadrat. Und jetzt sehen Sie, glaube ich, schon, wie das Spielchen weitergeht. Und die Hälfte von dem wieder. Und die Hälfte von dem wieder. Und die Hälfte von dem wieder. Und die Hälfte von dem. Und dann sehen Sie, dass Sie hier nach und nach immer weiter in diese Lücke reinschieben und können sich vorstellen, wenn Sie das unendlich lange machen, dann haben Sie irgendwann die ganze Fläche gefüllt. Und dieses Rechteck hier ist natürlich genau 2-mal das ursprüngliche Quadrat. Also kommt da wohl 2 raus, was wir uns eben schon überlegt haben. Ich schreibe sie nochmal hin, unsere geometrische Reihe q hoch k. Wenn ich mir die Zwischensummen angucke, die Partialsummen, das, was rauskommt, wenn ich nicht alle unendlich vielen Summanden aufsummiere, sondern den Zwischenstand mir angucke, dann habe ich stattdessen k gleich 0 bis irgendein Wert n und das wird aufaddiert. Weiß noch jemand von Ihnen, was da rauskommt? Das, was hier jetzt steht, ist nicht die geometrische Reihe, über die wir jetzt reden wollen, sondern das ist die geometrische Summe, die wir im ersten Semester hatten. 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q. Da taucht ihr Plus und das Minus und so alles ein bisschen wieder drin auf. Das hatten wir im letzten Semester mal im Zusammenhang mit Induktion, glaube ich, bewiesen. Was hilft uns das jetzt?
Was wir ja eigentlich wissen wollen, ist, was passiert mit, das sind ja die Zwischensummen, die hier stehen, ja, das ist die nte Zwischensumme, die hier steht. Was passiert mit dieser nten Zwischensumme, wenn n immer größer wird? Was passiert, wenn n gegen unendlich geht? Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es ergibt sicherlich nur einen Sinn, überhaupt über diese Reihe zu reden, wenn q sehr klein ist. Und wenn Sie jetzt mal genau gucken, was hier steht, dann werden Sie sehen, was hier im Nenner steht, ist ein fester Wert, der hängt gar nicht mehr von n ab. Hier im Nenner steht einfach 1 minus q. Das kann ich ja vielleicht schon mal hinschreiben. Und hier oben steht das, was hier abgezogen wird, q hoch n plus 1. Und das, was hier oben steht, ist die geometrische Folge, die wir uns vor einer Woche angeschaut haben oder am Mittwoch. Und wenn q klein ist, ist das dieses Ding, was gegen 0 geht. Wenn also n gegen unendlich geht und q klein ist, ich schreibe es nochmal dazu, dann geht das hier gegen 0, also bleibt hier oben nur noch 1 stehen. Und das ist alles. Das ist das, was rauskommt bei der geometrischen Reihe. Der Reihenwert der geometrischen Reihe ist 1 durch 1 minus q unter der Voraussetzung, dass q klein genug ist. Und schon haben wir die erste Reihe gefunden, die konvergiert und können für Sie auch gleich ausrechnen, was rauskommt. Wir haben jetzt nicht nur eine Reihe gefunden, sondern eine ganze Familie von Reihen. Für jeden Wert q können wir diesen Wert ausrechnen. Und wir können ja mal checken, ob das übereinstimmt mit dem, was wir uns eben bei 2 gedacht haben. Das Beispiel mit der 2, wo ich das Bild gemalt habe, bedeutet ja, dass ich konkret die Reihe betrachte, bei der q ein Halb ist. Dann habe ich genau die Reihe mit den Quadraten von eben. Und dann muss ich in diese Formel hier hinten auch für q ein Halb einsetzen. Dann habe ich 1 durch 1 minus ein Halb, das heißt 1 durch ein Halb, das heißt 2. Und das ist ja auch das, was wir nach unseren Überlegungen eben schon rausbekommen haben.